Hey Leute, ich habe heute ein neues Video für euch. Ich wollte euch mein Konzert, Make-up, whatever, wie man auch immer das nennen mag, zeigen, weil es ein bisschen anders ist wie mein Tages-Alltags-Make-up. Und nebenbei wollte ich euch vielleicht ein paar Sachen erzählen, die so neu sind. Also so ein kleines Live-Update sozusagen geben. Und ja, meine Augenbrauen sind schon gemacht, wie man vielleicht sieht. Aber der Rest muss noch gemacht werden. Ich gehe zwar jetzt nirgendwo mehr hin, weil es ist Sonntagabend, 20.30 Uhr oder so. Aber ich wollte halt gerne das Video noch drehen, damit ich Mittwoch eins habe. Und ja, ich quatsche jetzt nicht lange. Ich habe hier meinen Spiegel. Und ja, dann schminke ich mich jetzt mal. Als erstes benutze ich den Professional von Benefit. Das ist jetzt nur so eine kleine Probe. Aber solange, wie ich davon noch was habe, benutze ich den auch. Und vielleicht werde ich mir den auch irgendwann in groß holen. Mal schauen. Auf jeden Fall gebe ich da hier ein bisschen drauf. Und verteile das halt ein bisschen. Ja, was gibt's Neues? Ich war letzte Woche in Magdeburg und Umgebung, weil ich habe einen neuen Freund. Ja, und der kommt halt von da. Und den war ich jetzt die Woche besuchen, weil er die Woche Urlaub hatte und ich auch noch Zeit hatte und konnte. Weil wie das dann die nächste Zeit so ist, das weiß noch keiner. Als nächstes benutze ich die L'Oreal Perfect Match Hautton anpassendes Make-up in der Farbe Vanilla. Beziehungsweise, falsch, erstmal den Fake-Up Concealer. Ich mache ja nicht mein Alltags-Make-up. Und ja, den gebe ich einfach nur unter die Augen. Und ja, morgen ist ja dann Montag sozusagen. Und da habe ich ein Vorstellungsgespräch und vielleicht mal schauen, ob die sich dann schon entschieden haben. Dann werdet ihr das auf jeden Fall bei Instagram gesehen haben, wenn ihr mir da folgt. Das solltet ihr nämlich tun, da sieht man nämlich so einiges, was ich mache. Und ja, genau. Ich hoffe aber, dass das klappt. Das wäre echt mega. Jetzt benutze ich das Make-up. Ich hätte auf jeden Fall sehr Bock drauf und ich würde mich mega freuen, wenn ich endlich mal wieder arbeiten gehen könnte. Das verteile ich jetzt einfach wieder. Ja, damit einfach ein bisschen Geld erstmal wieder reinkommt und dann mal schauen, wie es dann weitergeht sozusagen. Das ist nämlich eine Saisonarbeiterstelle sozusagen. Mal schauen, wie lange dann bei denen die Saison geht. Weil eigentlich haben die theoretisch dort immer Saison, wenn man das so nehmen will. Aber ich will euch da noch nicht zu viel erzählen, was es da ist. Und wenn, könnt ihr es auch bei Instagram sehen. Oder habt es gesehen. Und ja, deswegen mal schauen. Aber eine Saison ist ja meistens eigentlich 6 Monate. Und ja, vielleicht ziehe ich dann nach der Zeit auch mit zu meinem Freund. Aber ja, wie gesagt, mal schauen, was die Zeit so mit sich bringt. Ich hoffe es natürlich, dass es klappt und besser klappt als mit denen davor. Aber bis jetzt sieht es ganz danach aus, weil wir halt auf einer Wellenlänge sind. Falls ihr da nochmal irgendwie ein Q&A-Video nur zu dem Thema haben wollt, könnt ihr mir da auch gern eure Fragen stellen. Dann mache ich das gerne nochmal. Ja, jetzt nehme ich wieder mein Cat von Deep Puder und benutze den Ebelin Fake Beauty Blender und trage das unter meinen Augen auf, um das zu baken.
zieht ja auch immer so eine Fresse beim Schminken. Das ist immer das Schlimmste. Puder. So. Ja, die Augenbrauen sind jetzt schon gemacht, wie gesagt. Und ja, mein Freund ist bei LR. Oh, die gehen auf den Sack. Bei LR-Partner und ja, ich bin da jetzt auch dabei. Aber da werden demnächst dann speziell Videos dazu kommen. Ja, falls ihr vorab schon mal Fragen habt, könnt ihr mir die gerne stellen, falls ihr nicht wisst, was das ist und sowas alles. Aber wie gesagt, sonst werden dann demnächst Videos dazu kommen. Ja, jetzt benutze ich das P2 Puder aus der Limited Edition, weil ich das leer haben möchte irgendwann. Weil ich habe ja meine Augenbrauen schon gemacht. Deswegen puder ich jetzt schon mal den Rest ab. Ja, genau. Wie gesagt, zu dem Thema kommen dann ein paar Unboxing-Videos und sowas. Und ein paar Infovideos und ja. Ich hoffe, ihr guckt die euch dann trotzdem an. Würde mich sehr freuen, weil das ist echt interessant und informativ. Genau. Für die Augenbrauen habe ich übrigens wie immer mein P2 Eyebrow Styling Gel genommen. Und von Essence die Lash and Brow Mascara. Ja, um einen stärkeren Concealer Dingsbums zu bekommen, nehme ich manchmal noch von Maybelline den Fit Me in der Farbe 05 und gebe den auf die Nase oder aufs Kinn oder speziell nochmal auf einzelne Pickel auf. Aber das geht ja zurzeit, deswegen lasse ich das. Und jetzt nehme ich nur das Puder weg. Genau, und gut ist, oh Gott, ins Auge rein, der Pinsel, kennt ihr das? Ist immer so scheiße. So, abgepudert haben wir. Jetzt benutze ich die I Heart Makeup Bronze and Glow Palette und zwar benutze ich aber nur den Bronzer daraus. Und dafür benutze ich den Luvia Prime Contour Pinsel E209. Ich konturiere echt nicht stark, weil ich habe davon auch ehrlich gesagt nicht so die Ahnung. Ja, aber egal. Für mich reicht's. Ich mag das auch nicht, wenn man so die krassen Balken im Gesicht hat. Deswegen mache ich das eigentlich auch selten und wie gesagt, eigentlich fast nur bei Konzerten oder so. Deswegen mache ich das jetzt halt auch. Ich weiß nicht, ob man in der Kamera überhaupt was sieht. Aber ich mache es halt echt immer nur ganz leicht und überhaupt nicht doll. Und das ist, hat das überhaupt eine Farbe? Nein, hat es nicht. Auf jeden Fall dieses hier. Genau. Und ja, ich werde ab Montag, heute ist Sonntag, wenn ihr das Video seht, ist Mittwoch. Also ab Montag habe ich dann wieder mit Sport angefangen, weil meine Erkältung ist so gut wie weg. Und ich fühle mich in der Lage, Sport zu machen. Und das heißt schon mal viel. Und deswegen muss ich dann durchziehen. Jetzt nehme ich Blush, die Farbe 20 Berry Me Up. Das ist der Matte Touch Blush. Und diesen Einhornpinsel. Das Blush kennt ihr auch schon von mir. Das benutze ich eigentlich immer. Benutze selten ein anderes, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Und irgendwas wollte ich noch. Ich weiß nicht mehr was. Auf jeden Fall Highlighter benutze ich dann meine Kit von die Palette. Ich denke mal, das wisst ihr auch alle. Was soll ich sonst benutzen? Und da benutze ich den blauen Highlighter-Ton. So sieht man, denke ich.
Highlighter ist aber auch das Wichtigste. Und wenn ihr noch irgendwelche Videowünsche habt, schreibt mir das gern in die Kommentare. Also wie gesagt, ich werde dann auf jeden Fall ein paar Videos zu dem LR-Thema machen. Und ja, mal schauen, was sonst noch kommt. Weil wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt, immer her damit. Ich würde mich sehr darüber freuen. So, Highlighter ist da. Dann benutze ich für die Augen die Zoeva Cocoa Blend. Ich dachte gerade, ist einer raus. Cocoa Blend Palette. Und zwar benutze ich dafür meinen Fake Zoeva Pinsel. Und gehe erstmal in die Bitter Start. In den ganz hellen Ton. Mein Spiegelchen. Jo, dann ist Samstag diese Woche. Konzert noch auf der Festung Königstein. Und zwar spielt da Schoko. Und zwar spielt Kerbholz und Seitenfeuer. Und da gehen wir hin, also ich mit meinen Eltern. Und danach das Wochenende. Danach das Wochenende kommt vielleicht mein Freund zu mir. Wenn nicht, dann nicht. Aber der weiß noch nicht, wie er Zeit hat. Aber wenn ja, dann kommt er zu mir. Dann gehe ich in die Farbe hier unten. Wieder mit so einem fluffigen Pinsel. Ja, und dann muss ich ja erstmal sehen. Ich hoffe ja, wie gesagt, dass das dort, wo ich das Vorstellungsgespräch habe, klappt. Und ja, dann muss ich eben mal sehen, wie ich dann Zeit habe, weil das ist ein Job in 3 Schichten. Deswegen muss ich dann mal gucken, wie ich das dann alles mache mit Videos drehen und bla und blub und was. Vor allem, also ihr könnt auch gerne nochmal schreiben, ob ich beim Konzert vielleicht ein bisschen mitfilmen soll. Ob ihr euch das angucken würdet. Und ob ich da vielleicht nochmal so, je nachdem wie das Licht ist, weil wir sind in einem Hotel, da ist das Licht manchmal gut und manchmal nicht so. Aber wenn es gut sein sollte in dem Zimmer, wo ich bin, ob ich da auch nochmal einen Konzertlook machen soll. Keine Ahnung, ob ihr darauf Bock hättet. Jetzt, wo ist er denn? Nehme ich von Luvia den Basic Shader in der E313 und sprühe den ein bisschen nass. Und dann benutze ich die Farbe Warm Notes. Das ist dieser wunderschöne Rotton. Weil nass funktioniert der logischerweise besser. So. Und ich gebe das jetzt noch nicht so sauber drauf. Ich das dann noch ein bisschen sauberer mache. Genau. Und wenn ihr irgendwelche Make-up-Look-Wünsche habt, könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Dann werde ich es versuchen. Und ja, wie gesagt, generell Videowünsche nehme ich gerne entgegen. Und ja, irgendwas wollte ich noch. Achso, falls jemand von euch YouTube macht, was für eine Kamera habt ihr? Das würde mich auch interessieren.
weil ich ja immer noch mit dem Handy filme zurzeit. Aber ich mir dann demnächst eine Kamera zulegen werde. Wollte. Genau. Könnt ihr mir ja mal eure oder auch Vorschläge, wenn irgendwie jemand von euch Bekannte hat oder sowas. Jetzt gehe ich nochmal in diese Farbe hier. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr über Vorschläge freuen. So, jetzt habe ich eigentlich schon fast nichts Neues mehr zu erzählen. Achso, falls ihr mal so Live-Video irgendwie bei Instagram wollt, die, die mir da folgen, könnt ihr mir das auch gerne mal schreiben. Aber auch nur, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sowas. Dann würde ich das mal machen, sonst eher nicht. ja, und jetzt nehme ich noch den... Wo ist er denn? Ja, ich... Nein, den hatte ich nicht. Ach, hier. Von Fake zu Eva, den 237er Detail Shader. Das ist einfach nur so ein ganz kleiner Flacher. Und damit gehe ich jetzt nochmal in diesen Ton und ein kleines bisschen in das Rot. Und ja, ich weiß, ich bin nicht der Pro im Schminken, aber es ist mir auch egal. Für mich reicht's vollkommen. Und ja, das mache ich dann noch im unteren Wimpernkranz. Ein kleines bisschen. So. Jetzt nehme ich nochmal den großen fluffigen und tue das ein bisschen sauber machen, sozusagen. Genau. So. Und jetzt mache ich noch Wimperntusche drauf. Da nehme ich die Catrice Glam & Doll in Wasserfest. Die benutze ich eigentlich immer. So, ja, nicht in die Augen stechen, ist immer das Schwierigste. Oh Gott. So, und jetzt kommt noch auf die Lippen der NYX Liquid Suede in Stone Fox. Und dann sind wir auch schon fertig. Das ist einfach nur so ein schöner Grauton. So. Hoffen, dass nichts auf den Zehen hängt. Und Scheiße, Mascara. Ja. Der trocknet jetzt noch. Und das ist dann das... Ach Gott, meine Haare. Das ist das Ergebnis. Ich mag es zurzeit sehr gern. Wem es nicht gefällt, Pech. Ich kann auch, wie gesagt, noch mal einen anderen Look machen, wenn ich mich beim nächsten Konzert anders schminke. Mal schauen.
Aber zurzeit mag ich das eigentlich ganz gern mit dem Rot und Braun. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der perfekte Schmink-Pro, dass ich sage, ja, hier, ich bin die Beste, ich kann's halt, dann müsst ihr euch bei anderen gucken. Aber ja, vielleicht hat es euch ja doch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Achso, jetzt habe ich das Wichtigste vergessen, und zwar von Balea, das da Perfection Fixing Spray. Das benutze ich immer noch. Natürlich. Aber jetzt bin ich wirklich fertig. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!